Also hören Sie mal, hier können Sie nicht so einfach sitzen bleiben. Bitte verlassen Sie umgehend das Schwebebahngelände. Ja, ja, wir steigen ja gleich hin. Was? Sie wollen mit der Schwebebahn fahren? Dann zeigen Sie mir doch bitte mal Ihre Fahrausweise. Hören Sie mal, gute Frau. Was ermächtigt Sie eigentlich, nach unserer Fahrausweise zu fragen? Na? Ach so. Wuppertaler Stadtwerke. Ich bitte Sie unverzüglich, das Schwebebahngelände zu verlassen. Moment mal, gute Frau. Wir sind schon so lange Schwebebahnkunden, wa? Und mit Kunden geht man ja wohl nicht so um. Dann besorgen Sie sich bitte Fahrkarten. Ach, nur zeig die Frau da die Karten, wenn die die unbedingt sehen will. Hab ich sie denn hingepackt? Da werden Sie wohl lange suchen müssen. Ja, ja. Ist ja auch nicht so ganz einfach, wa? Die Dingerchen, die sind ja so klein. Und meine Verpackung ist so groß, wa? Mach schon. Ja, ja, Schauspielern, das können Sie. Sie waren wohl in Ihrem letzten Leben einmal Komiker oder so? Ja, ja, ich weiß schon. Sie finden uns komisch, wa? Trauen uns nichts Gutes zu. Aber das sollten Sie nicht machen, das sage ich Ihnen. Nee. Nu? Ich weiß es nicht. Nu. Ich sage es Ihnen jetzt noch einmal im Guten. Bitte verlassen Sie sofort den Schwebebahnhof. Nun sonst werde ich ungemütlich. Mal, wo hast du den denn? Ja, 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 Moment. Und das zu Heiligabend, du. Moment. Hier sind sie. Habe ich Ihnen noch gesagt, wa? Sind nur ein bisschen nach unten gerutscht. In eine Unterhose. Ja, ja. Habe ich Ihnen noch gesagt, dass ich sie nicht belogen habe. Auch wenn ich selber ein bisschen tief gerutscht bin, wa? Ah ja, da wissen Sie ja nichts von. Wann haben Sie die denn gekauft? Steht doch drauf. Lesen Sie doch, da. Amtlich alles, ganz amtlich. Und Sie fahren tatsächlich heute noch? Wir fahren immer. Das ist unser Schicksal. Wir nehmen die letzte Bahn. Wissen Sie was? Ich mache Ihnen einen guten Vorschlag. Sie nehmen nicht die letzte Bahn, sondern Sie nehmen die nächste Bahn. Die fährt in 5 Minuten. Und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Moment mal, gute Frau. Wo kämen wir denn da hin? Wenn Sie uns jetzt hier vorschreiben, wann und wie wir zu fahren haben, hä? Jetzt nehmen Sie die Schnapsflasche da weg. Da hört sich doch alles auf. Pff, hören Sie mal, woher wollen Sie denn wissen, was da drin ist? Woher ich das weiß? Das riecht man. Der ganze Bahnhof stinkt nach diesem billigen Fusel. Gute Frau, das ist Wasser, ja? Reines, kristallklares Wasser. Klar. Komm, probier mal. Sagen Sie mal, sind Sie verrückt geworden? Lassen Sie mich los, ich lasse Sie verhaften. Guck mal, Jans sagte, gute Frau, Jans sagte, ja? Wer hat denn hier angefangen mit der Schikane? Und außerdem, wer sagt uns denn, dass Sie ein Controletti sind? Wieso sind Sie eigentlich in Zivil? Damit man mich nicht gleich erkennt. Das ist ein Argument. Ich lasse Sie jetzt verhaften. Schöne Bescherung, du. Und dit zu Weihnachten, wisst ihr? Süßer die Glocken, die klingen, als zu der Weihnachtszeit. Ja, ja, genau, du. Mach hoch die Tür, die Gefängnistor, mach weit, wa? Apropos, wisst ihr was? Ich schalte mal das Radio in, wa? Ja. Da läuft immer so schöne Musik an Weihnachten, wa? Ja, ja. Da kriegst du doch direkt Sehnsucht nach zu Hause, wa? Nach einem richtigen Zuhause. Das könnte euch wohl so passen, wenn ich euch einlochen lasse. Dann habt ihr wenigstens ein warmes Zuhause an Heiligabend. Nee. Ja, da gibt es aber kein Radio, wa? Nee, ohne Musik zu Heiligabend, das ist ganz schön traurig. Da haben wir ja gar nicht mehr vom Weihnachten. Nee, ohne Musik an Heiligabend, das ist nichts. Aber hier können Sie auch nicht bleiben. Verstehen Sie das doch? Also, was ich jetzt so verstehe, ist, dass Sie uns verhaften lassen wollen. Ja, genau. Wie den Jesus, den haben Sie auch verhaftet, wa? Ja. Aber nicht an Weihnachten, sondern, ich glaube, an Ostern, wa? Ostern. Ach, jetzt hören Sie doch auf. Ja, was ist denn nun? Verstehen Sie das doch? Ich habe doch auch meine Vorschriften. Ich kann nicht mehr. Vorschriften und das in Heiligabend. Ich mache Ihnen einen Vorschlag.
wir gehen jetzt zusammen in die Kantine. Im Rathaus. Ja, kommen Sie. Ach nee, das geht gar nicht. Die ist schon zu. Wissen Sie was? Ich mache Ihnen einen anderen Vorschlag. Also, ach nee. Doch, doch. Ich lade Sie zu mir nach Hause ein. Ja, kommen Sie mit zu mir. Da ist es schön warm und gemütlich. Und außerdem, es ist doch heiliger Abend. Ey, das ist eine Falle. Hey, gute Frau, ist ja Ihr Angebot mal in allen Ehren jetzt, aber wenn Sie glauben, dass Sie uns auf diese Weise hier verhaften können, ja, nur damit wir hier keine Aufmerksamkeit erregen, da sind Sie mal die Falschen geraten, wa? Jetzt hören Sie auf mit dem Geschwätz. Ich beliebe nicht zu scherzen. Ich vertraue Ihnen. Vertrauen gegen Vertrauen. Ich werde nicht mehr. Die meint das ernst. Ich habe dir doch gesagt, zu Weihnachten gibt es doch noch Wunder, wisst ihr? Mensch, in einem richtigen Zuhause, wa? In einem richtigen Zuhause. Gut, wenn Sie das wirklich ernst meinen, dann sagen wir nicht nee. Gut, ich habe jetzt gleich Dienstschluss. Ich gehe nur noch runter in den Betriebsraum und dann komme ich wieder. Gut. Mensch, in einem richtigen Zuhause Weihnachten feiern. Ha? Ohne mich. Nee. Was ist denn? Nee. Ohne mich. Was ist denn mit dir? Jetzt sag doch was. Was hat sie denn? So. Nanu? Sie sind allein? Wo ist denn Ihre Kollegin? Und hat nichts gesagt. Ach, vielleicht ist sie ja nur mal. Nee, da hätte sie was gesagt. Wissen Sie die. Ah, nee, schon gut. Was denn? Sagen Sie es mir doch ruhig. Nee, lassen Sie mal. Verpfeifen tue ich gehen, wa? Ach, ich bin ja außer Dienst. Naja, heute außer Dienst und moin. Nee. Ja, aber dann kommen doch wenigstens die mit. Gute Frau, ich weiß, Sie meinen es gut, aber wissen Sie, ich muss sie suchen. Die ist so ein bisschen sensibel, wissen Sie? So gefühlvoll, sagt man wohl, wa? Und besonders zu Weihnachten. Ja, aber gerade dann. Ja, nicht für ungut, gute Frau, aber wissen Sie, Sie hätten uns einfach nicht zu sich nach Hause einladen sollen, wa? Hätte sie nicht nach Hause einladen sollen? Aber Weihnachten heißt doch nach Hause kommen.